Hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal vom Ledrosee. Mal sehen, was es wird. Auf jeden Fall geht es auf den La Rocca rauf und dann lassen wir uns noch offen, ob wir direkt zum Ledrosee wieder abfahren. Da gibt es coole Trails. Oder über den Lago di Tenno. Da gibt es auch coole Trails. So schaut's aus. Mit diesem Panorama haben wir heute Nacht geschlafen. Oh. Das gehört zum italienischen Lebensgefühl. Rollerfahren. Genau. Rollerfahren. Das machen wir jetzt auch. Wir sind Bier unterwegs. Müssen schwitzen. Aber heute ist es eh ganz gut. Es ist eigentlich, die meisten Gewitterfronten sollten an uns vorbeiziehen und es ist nicht ganz so heiß bisher. Also eigentlich perfekt. Hier geht es erstmal am See entlang. Und das ist tatsächlich ein geteilter Rad- und Fußweg. Kleiner Hinweis: Die Brunnen sind alle aus wegen der Wasserknappheit. Wir haben jetzt schnell einen Kaffeetscher getrunken und einen Brioche gegessen und einfach am Klo befüllt. Also reibieselt, hat Petra gesagt. Ja, gell? Nicht schlecht zu wissen, finde ich. Und ansonsten fahren wir gerade hier das coole Tal rein. Hier geht es schon ganz schön steil rauf. Ja. Da könnte man den ersten Gang brauchen. Ganz schön steil. Aber das Ego lässt es noch nicht so ganz zu. Deswegen nach wie vor im zweiten Gang. Mein Papagei ist auch am Start. Der gestrige Regenfall war bitter nötig, es ist hier schön kühl. Oder Petra? Ja, ist angenehm. Super. Aber auch schwül. Schwul? Schwül. Hallo Schnaufi. Ja. Na? Ich muss echt ganz schön schnaufen. Wie läuft's heute für dich? Es läuft. Vollgas. In Form von Schweiß. Aber tritt sich gut. Eigentlich ganz angenehm. Und umgezehrt an die bekannten Nädelchen. Von dem her muss ich noch ein bisschen strampeln. Was, Nüdelchen? Tschüss! Ich habe auch Croissant gegessen. Kurve mit geiler Aussicht. Ah, rechts muss man, gell? Ja. Der Kurve bitte folgen. Jetzt gehen die letzten Meter auf Schotter. Gell, Spatzel? Schaut aus. Jetzt kommen noch steile Meter auf mich. Jetzt sind wir im echten Mountainbike-Terrain. Mountainbike-Terrain? Und klettern ist Nico immer sehr recht. Wow! Boah! Hey. Da geht's zügig hoch, gell? Also fährt sich hier echt auch super hoch. Wir sind die Tour ja schon mal mit dem E-Bike gefahren. Da hätte ich nicht gedacht, dass man hier Bio auch so gut hochtreten kann. Hallo Schafis. Hallo. Ah, da kommt noch ein Schafi. Das kenne ich, das Schafi. Hallo Schafi. Hallo. Ja. Yeah. Dann drück mal rein in die Pedale. Auf geht's. Und das hier ist echt ein göttlichem Panorama. Und da vorne wartet dann die Hütte Rifugio Bocca di Drat. Nino Pernici. Und wenn es Essen gibt, ist der Nico natürlich nicht zu stoppen. Wenn man hier oben ist, dann muss man fast einkehren. Die Portionen sind echt grandios und es schmeckt auch mega gut. Und Geheimtipp ist das Radler, das schmeckt irgendwie ein bisschen herb noch dazu, also echt super geil. Übrigens, die Karte alleine ist schon ein Besuch wert. Falls euch die Hütte schon sehr bekannt vorgekommen ist, jetzt geht's aber ganz woanders hin, nämlich zum Lago di Tenno, den 445er Weg. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja, und ich habe gerade eben schon ein Tierchen von meinem Ohr versucht zu verscheuchen. Dabei war es Nico mit einem Grashalm. Total ausgeflippt. Hilf mir! Ach, erstmal geht's im Trail bergauf. Bevor es dann aber natürlich auch noch bergab geht später. Ja, der Trail ist leider hier noch ganz schön schmal. Da ist nichts mit Fahren, da müssen wir schieben. Ich habe tierischen Besuch auf dem Fahrrad. Puh. Also falls ihr euch gefragt habt, ob diese Tour auch E-Bike-tauglich ist, würde ich sagen, nur bedingt. Dafür wird der See größer und größer. Gardasee. Da waren wir essen. Das ist die Petra. Und das ist der Trail. Läuft, oder? Ja, funktioniert. Aber ihr werdet lachen, die Uhr hat gerade gefragt, Training anhalten, weil die dachte, ich mache nichts mehr. Da seht ihr mal, wie trainiert ich schon bin. Wow. Dass mein Puls beim Tragen auf Null ist. Aha, deine Atmung. Fühlt sich ganz anders an. Ja, eh. Jetzt auf dem Sentiero Pica San Martino oder so ähnlich. Der ist zwar markiert, aber es ist irgendwie kein Weg mehr da.
ganz schön kacke. Also bisher kann man hier wenig fahren, leider. Jetzt regnet so richtig ein Schnürchenregen, leider. Ganz schön ekelig. Und trotzdem scheint die Sonne aber noch durch, witzigerweise. Schaut mal, der Trail, der soll sogar komplett gestrichen sein, was ja normalerweise heißt, dass er relativ einfach ist. Aber das ist der Weg, man sieht ihn wirklich kaum. Und hier hört er dann quasi komplett auf. Schöner Scheiß, wir überlegen jetzt, ob wir wieder umdrehen sollen. Das ist natürlich doof, umdrehen macht keinen Spaß. Passiert aber auch uns. Hm? Jetzt stehst du. So, ich dachte, wir müssen umkehren, sorry. Das ist eine blöde Stelle. Das macht zu zweit schon Sinn, aber alleine werde ich, glaube ich, richtig widerlich. Nico ist aber alleine hochgegangen, habt ihr ja gesehen. Habt ihr noch nicht loslassen? Nein, nein. Ja. Herren und granteln wir das Ganze wieder zurück. Petra voraus, Wetterwolke hat sich entleert. Jetzt müssen wir fast am Ziel sein, oder? Aha. Und dann müssen wir nochmal so viel queren, wenn wir zum Trail wollen. Sollen wir das oder sollen wir nicht? Ja, sollen wir. Nummer 2 haben wir ja schon auf Video. Aber jetzt zum Abendstund. Hat Gold im Mund, gell Petra? So, jetzt queren wir die andere Seite rüber, weil ganz ohne Trail wollen wir natürlich auch nicht abfahren. Und ja, jetzt ist es halt so. Dafür gab es noch einen Apfelstrudel bei der Pernici-Alm. Herr Nico hat gerade noch gesagt, und was jagt uns? Ein Gewitter, wie so oft. Aber gut, wenigstens machen wir keine Kammüberschreitung. Und von dem her. Nee, du bist drunter. Also passt. Mittlerweile regnet. Aber wir haben die Querung eigentlich schon geschafft, jetzt müssen wir nur noch hoch das Stück an. Was Adrenalin so möglich macht, glaubt man gar nicht. Aber wir sehen wieder Licht am Tunnel und es läuft, oder? Ja, wir haben für die Querung jetzt nur genau eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Huh, und die Wolken, sie kommen. Aber jetzt geht es nur noch bergab. Boah. Oh. Oh.
mega. Ja, geil. Der ist so schön blau. Ja. Alter Schwede, was für ein Ritt heute. Ja. Wir haben alles Mögliche mitgemacht. Das Rad gezerrt, Gewitter im Rücken wie immer. Wie war es für dich, Petra? Ja, bei der Querung, bei der zweiten hat man echt schon gedacht, Mist, wir hätten einfach die Straße runterfahren sollen. Aber wir hatten mal wieder Glück. Und es ist immer gut, dass wir es so gemacht haben. Weil der Trail war natürlich schon noch super. War mega gut. Und ja, danke fürs Zuschauen. Dranbleiben, Daumen vielleicht hoch, wenn ihr Bock habt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das macht, mit Gewicht auf die Gabel zu bringen. Ich und Petra müssen uns immer ermahnen, oder? Absolut. Und wenn man ein bisschen Respekt hat, weil es rutschig ist, dann ermahne ich mich und mache es trotzdem nicht genug. Voll verrückt. Irgendwie alles crazy. Schönen Sonntag noch. Für uns geht es jetzt noch ab in den See. Wellness. Alter, geil. Bis bald. Da nehmen wir euch nicht mit. Will keiner sehen. Wer weiß. Pup. Ja, los. Ich kann nicht so schnell springen. Oh. Oh. Ja, Opfer. Opfer. Oh, ich kann nicht so schnell. Ich fürchte, Nico war erster am Bus. Damn.